we make the streams louder. Servus Leute, willkommen zum neuen Video. Es hat jetzt lange Zeit von uns kein Video gegeben. In der Zwischenzeit hätte eigentlich ein Video kommen sollen. Das ist jetzt aber ein bisschen aufwendiger geworden als gedacht. Und da sind wir noch gerade dabei am Schneiden und da brauchen wir noch ein paar Szenen zum Filmen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen da in der Zwischenzeit ein anderes Video. Und ist aber trotzdem nicht uninteressant. Also fangen wir so an. Die ganzen Derby, Aprilia und Gilera Schalt Mopeds, mit denen wir uns hauptsächlich befassen, haben seit 2006 den Derby D50B0 Motor. Das ist ein 50 Kubik 6-Gang Schalt Motor. Und der ist bis 2017 ist der unverändert in den Mopeds verbaut gewesen. Da war immer dasselbe verbaut, immer dieselbe Zündung, dasselbe Auspuffanlage. Da war eigentlich immer dasselbe. So, jetzt seit 2018, also eben seit einem Jahr genau, gibt es den Derby Euro 4 Motor. Ist auch ein D50B0 Motor. Hat aber jetzt dann nicht mehr das Kürzel Euro 3 wie die alten Motoren, sondern Euro 4. So, jetzt haben wir schon ein paar von den Motoren umgebaut und neu aufgebaut und eine verstärkte Kurbelwelle verbaut und solche Sachen. Haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit den Euro 4 Motoren. Und es kommt jedes Mal, wenn wir zum Beispiel bei Instagram oder Facebook oder irgendwas mit einem Euro 4 Motor posten, kommt die Frage, was ist anders, wo gibt es die Unterschiede, welche ist besser, wie immer. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir haben da jetzt einen zerlegten Euro 4 Motor, wir haben da einen zerlegten Euro 3 Motor. Jetzt haben wir bei Instagram einen kleinen Aufruf gemacht über Fragen, was euch interessieren. Da sind jede Menge Fragen gekommen. Und jetzt haben wir uns die interessantesten Sachen einmal herausgepickt und haben uns gedacht, wir machen jetzt ein Video einmal nur über die Unterschiede und was so quasi so ein Euro 4 Motor ausmacht und was ihn unterscheidet zum Euro 3 Motor. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Derby auf die Webseite geht, auf die Beispiel die neue Derby Sender, steht beim Motor folgendes. Der 50 Kubik Zweitakt in der neuen dunkelgrauen Farbe ist nach der aktuellen Euro 4 Abgasnorm zugelassen. Er ist mit einem elektronisch gesteuerten Vergaser und drei Katalysatoren ausgestattet, die der neuen Sender ein einzigartiges Fahrvergnügen und Top-Leistungen verleihen. So, was ist, also das erste, er hat eine neue dunkelgraue Farbe. Genau, das ist eigentlich das erste Merkmal, was man quasi sieht, Unterschied vom Euro 4 zum Euro 3. Der Euro 3 ist silber, Euro 4 ist grau. So sieht man das von außen eigentlich am schnellsten. Und wird er quasi erwähnt. So, er ist mit einem elektronisch gesteuerten Vergaser ausgestattet. So, wir haben da jetzt ein bisschen nachgegoogelt. Was soll ein elektronisch gesteuerter Vergaser sein? Das ist ein ganz normaler 17,5er Vergaser. Normalerweise hat man einen Choke mit Seilzug, der wird am Lenker betätigt. Da ist es ein elektronischer Choke. Das gibt es bei den Roller schon seit 15 oder 20 Jahren, ist also nichts Neues. Hat einfach nur, ist ein ganz normaler Vergaser mit dieselben Düsen, mit dieselben Funktionen, nur dass es eben ein elektronischer Choke ist. Dann, was neu ist, drei Katalysatoren hat sie. Ich weiß nicht, ob das zu einem einzigartigen Fahrvergnügen und Top-Leistung verleiht, aber ist quasi für die Abgasnorm notwendig geworden und deswegen hat sie jetzt drei Katalysatoren. Dann steht in manchen Texten, dass ein Magnetventil verbaut worden ist. So, Magnetventil kann viel sein. Damit ist sehr wahrscheinlich das AGR-Ventil gemeint. Und zwar das AGR, die Abgasrückführung, sitzt bei eurer Auspuffanlage drinnen. Das ist ein Ventil, was quasi Abgase wieder in den Luftfilterkasten leitet oder bei eurem Vergaser hinein. Und so verringert man quasi die Schadstoffausscheidung oder die Schadstoffding. Ist grundsätzlich, ja, war eben erforderlich für Euro 4. Für den Motor ist es nicht ganz so gut, weil man eben wieder unverbrannte oder verbrannte Gase dem Frischgas zuführt und ja, nicht so optimal. Dann eine häufige Frage, Zylinder, sind die anders? So, Verdichtung haben beide 11,5:1 Original, Brennraumgeometrie, Kolbengeometrie, das alles, das ist dasselbe. Steuerzeiten, Kanäle, und also die Kanalgrößen, die ganzen Sachen, das ist auch dasselbe. Nur wird beworben, dass die neuen Modelle alle mit einem Aluzylinder ausgestattet sind. Die alten Modelle, da haben, ich weiß nicht, ob wir da jetzt einen da haben, da sind manche mit einem Grauguss-Zylinder ausgestattet worden und manche mit einem Aluzylinder, macht aber im Grunde nicht viel was aus. Also einen Grauguss-Zylinder kann man leichter honen, falls was ist, aber ist jetzt nicht so viel anders. Dann das wichtigste Beispiel, genau, die Zündung. Zündung haben wir da vorbereitet, einen kleinen Vergleich.
ist diesmal beim Euro 4 im Unterschied zum Euro 3 und auch zum alten EBS-Motor, zum Euro 2-Motor, ist die anders. Grundsätzlich Stator, Rotor und die ganzen Sachen, die sind nicht gedrosselt. Gedrosselt wird die aber über die CDI und das erfolgt bei 8000 Umdrehungen. Nicht so optimal, weil wir haben eine Übersetzung von 11 zu 59 oben. Damit wären rein theoretisch bei 12.000 Umdrehungen um die 70 km/h drinnen. Die alte Tür wird gehabt 11 zu 53, damit waren ungefähr 80 km/h drin bei 12.000 Umdrehungen. Dadurch, dass die Zündung aber schon bei 8.000 abregelt, schafft man vielleicht 50 km/h, ist natürlich ein bisschen blöd. So, was kann man da machen dagegen? Es gibt diverse CDIs zum Umbauen, die was nicht gedrosselt sind. Da gibt es einmal, so, die ist meistens blau oder so, die ist dann erst bei 12.000 oder so abgeregelt. Und dann gibt es noch eine, die ist von Malossi, die ist dann bei 15.000 Umdrehungen abgeregelt, also rein theoretisch für alle Sachen, was man fahren möchte, und ist natürlich die bessere Wahl. Dann ansonsten Zündung, genau, eine Frage war noch, ob die jetzt irgendeinen konstanteren Funken hat, weil die Zündung selber mehr Spulen drauf hat und kleinere Spulen wie die alte Zündung. Das hat mit dem nichts zu tun, sie schaut so ein bisschen aus wie manche AM6-Zündungen. Funken muss jede Umdrehung anhaben quasi zum Zünden und der ist jetzt nicht irgendwie gleichmäßiger oder besser oder konstanter. Genau, dann eine wichtige Frage war immer Haltbarkeit original und Haltbarkeit getuned. Grundsätzlich original, wenn man beim Moped nichts angreift, hat der Euro 4 Motor, sage ich mal, den Vorteil, dadurch, dass er gedrosselt ist, kannst du nie irgendwie den Motor so eben über seine, ich glaube 6000 Umdrehungen oder so ist er gedrosselt oder ein bisschen mehr oder 8000, ich glaube 8000 sind es, kannst du den Motor nie über 8000 Umdrehungen dran, ist natürlich für die Logan, Zylinder und die ganzen Sachen schonender. Minuspunkt ist wiederum die Abgasrückführung, da du eben Abgase in dein Ansaugsystem leitest und das auf Dauer nicht so gesund ist quasi für einen Motor, weil eben der Abgas, also der Ansaugtemperatur höher ist und du eben Abgase in dein Frischluftsystem hineintust. Der D50W0 ist original elektronisch nicht gedrosselt, das heißt rein theoretisch dreht er so hoch wie er kann. Ist jetzt quasi schädlicher, wenn man rein theoretisch, wenn man immer einen niedrigen Gang fährt oder wie auch immer, dort ist der Motor halt dauerhaft höheren Drehzahlen ausgesetzt. Dafür hat er eben die Abgasrückführung nicht. Das heißt, original sind beide Motoren ziemlich gleich haltbar. Material drinnen, Lager, Getriebe und das alles ist auch dasselbe eigentlich. Von dem her, da gibt es keine Unterschiede. Dann genau, Haltbarkeit getunt, beziehungsweise welcher Motor lässt sich besser tunen. Wir haben da jetzt zwar eben gespalten und komplett durchleuchtet. Und vom Block, vom Getriebe, Schaltwelle und die ganzen Sachen, Kupplung, ist eigentlich alles gleich geblieben, so von der Standfestigkeit her. Zum Tunen den Eden Euro 3 Motor empfehlen, weil es entfällt einmal die Abgasrückführung, was man quasi ausbauen müsste. Es entfallen dann die Zündung ist natürlich nicht gedrosselt. Das ist dann wieder ein Kostenpunkt, wo man sagt, man muss ungefähr 200 Euro in die Hand nehmen für eine neue CDI. Ansonsten Zylinder, Kurven, die ganzen Sachen, das passt alles untereinander. Da braucht man eben beim Euro 4 andere CDI. Und ein paar so Sachen, Abgasrückführung weg, das ist ein bisschen aufwendiger. Ansonsten, wenn beide getunt sind und beide richtig umbaut sind, sind die von der Haltbarkeit her komplett gleich, würde ich mal sagen. Das heißt, da gibt es keine Unterschiede. Vom Material selber getrieben, das gibt es eigentlich auch keine Unterschiede. Das heißt, das ist dasselbe. So, dann eine Frage war oft, wie viel haltet die originale Kurbelwelle und der originale Motor aus? Grundsätzlich, die Frage ist immer schwer zu beantworten, das ist generell bei jedem Motor, wie viel die originale Kurbelwelle aushaltet, denn es ist immer so, wie viele Kilometer hat der Motor oben, wie ist der Zustand vom Motor, sind die Kurbelwellenlager oder die Kurbelwelle selber oder so, ist sie schon ein bisschen abgenutzt, ist sie schon irgendwie ein bisschen beleidigt, dann haltet sie natürlich nicht so viel aus. Wenn der Motor komplett neu ist und was auch immer, dann kann das mehr aushalten. Es ist aber immer so, da gibt es keine konkreten Aussagen, wie viel haltet der Motor jetzt aus oder nicht. Das ist immer so, ja, so eine Sache. Ich würde immer sagen, wenn man sagt, man will was wirklich Stärkeres umbauen, immer eine andere Kurbelwelle einbauen, verstärkte mit anderen Lager, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Aber so von der Haltbarkeit her, original, sind beide Motoren ziemlich gleich. Das heißt, da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Die Kurbelwelle selber ist sogar die komplett gleiche wie beim Euro 3 Motor. Von dem her gibt es keine Unterschiede. So, dann haben wir da was vorbereitet. Natürlich sieht man
so auf den ersten Blick keine großen Unterschiede. Was man sieht, die Schaltwalze ist beim Euro 4 Motor ein bisschen von außen anders wie die Euro 3 Schaltwalze. Das hat den Grund, da muss man sich beim Blog anschauen, wo die Schaltwalze quasi einsitzt. Und da sehen wir beim Euro 3 Gehäuse, sehen wir keine Bohrung. Beim Euro 4 Gehäuse ist aber Bohrung mit einem Gewinde drinnen. Das hat den Grund, da sieht man auf der Schaltwalze so eine kleine Nase an. Und wenn du neutral bist, also im Leerlauf, also im Leergang quasi zwischen ersten und zweiten Gang, dann durch diese Nase, da ist von hinten ein Schalter angeschraubt und die Nase drückt den Schalter und dann hast du eben nur ein kleines Lamperl, was anzeigt, dass das neutral, also dass du im Neutralgang bist. Braucht man im Endeffekt nicht wirklich, ist quasi eine kleine Spülerei und wenn das nicht funktioniert oder wenn das nicht angeschlossen ist oder was immer, ist auch kein Untergang. So, dann eins wollte ich euch zeigen, und zwar bei den Euro 3 Motoren gibt es Kupplungskörbe, die sind nur so gleitgelagert und welche gibt's, da gibt es welche mit kugelgelagerten Kupplungskörben. So, wie ich die ersten Euro 4 Motoren gemacht habe, waren alle Kupplungskörbe kugelgelagert quasi, also mit so einem Nadellager, nicht Kugellager, Nadellager. Und viele Euro 3 Motoren sind gleitgelagert und nur manche sind mit so einem Nadellager versehen. So, jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich es gekriegt und ich erwische einen Euro 3 Motor mit gleitgelagerten Korb und einen Euro 4 Motor mit Nadellager. Also Euro 4 hat immer Nadellager, was ich bis jetzt gesehen habe. So, jetzt habe ich einen Euro 3 mit Nadellager gefunden, ist relativ selten, aber jetzt haben wir da quasi zwei komplett identische Kupplungskörbe, wo der Euro 4 eigentlich einen Vorteil hätte. So, jetzt sind eigentlich, also wenn man einen Euro 3 mit einem nadelgelagerten Kupplungskorb hat, ist das identisch zum Euro 4, von dem her, da gibt es keine großen Unterschiede. Dann, wo ich einen Unterschied ausmachen habe können, die Kupplungsscheiben und auch generell der Kupplungskorb, nur beim Korb sieht man es nicht so gut, dürfte Dörwi den Hersteller gewechselt haben oder haben sie irgendwie ein anderes Verfahren angewendet. Die sind optisch ein bisschen anders und es sind ein paar andere Schriftzüge eingegossen und man sieht das auch von der Oberfläche, dass die ein bisschen anders sind. Was da jetzt wirklich besser ist, ob die neuen jetzt ein besseres oder schlechteres Material haben, das ist schwer zu sagen, aber da ist nicht wirklich viel Unterschied. So, ansonsten vom Motor ist eigentlich alles identisch. Eine Kleinigkeit, was noch wäre, und zwar da hinten bei dem Schaltstern, ist eine kleine Schraufe. Und ich habe bis jetzt bei den Euro 4 Motoren immer andere Schrauben drin gesehen, weil das ist ein bisschen ein Leiden, dass die manchmal ausrutscht bei der Führung. So, jetzt habe ich den Euro 4 Motor aufgemacht und natürlich ist da noch die alte Schrauben drin. Das heißt, das sind ein bisschen, also da gibt es noch nicht wirklich, das tun sie ein bisschen untereinander mischen, sage ich mal. Die ist normalerweise anders, da ist jetzt scheinbar eine noch drin vom Euro 3. Das ist ein kleiner Vorteil im Vergleich zum Euro 3, zwischen Euro 3 und Euro 4. Aber ist dasselbe. So, dann habe ich mir gedacht, Zündung ist ja was anderes, die ist ja gedrosselt. Und das Polrad selber schaut auch ein bisschen anders aus wie das alte. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, da sind zum Beispiel so Bohrungen drin für die Wuchtungen. Das sind aber nur deswegen notwendig, weil da drüben ein Keil oben quasi aufgeschwarzt ist oder aufpresst ist. Jetzt habe ich mir gedacht, da ist sicher ein gewichtstechnischer Unterschied. Jetzt haben wir da vorbereitet eine Waage, eine Feinstwaage, damit wir schauen können, wie viel Gewichtsunterschied ist bei den Polrädern. Und ich habe zu meinem Erstaunen feststellen müssen, das alte Euro 3 Polrad wiegt 725 Gramm und das neue Polrad wiegt 724,8 Gramm, also 725 Gramm. Das heißt, die sind aufs Gramm genau gleich schwer. Das heißt, wir haben da keinen Vorteil zwischen Euro 3 und Euro 4. Ansonsten Unterschiede. Wo ist das eigentlich? Zylinder sind gleich, Getriebe. Das heißt, das sind die wesentlichen Unterschiede. Falls ihr noch Fragen habt, tut es drunter kommentieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Und schaut vorbei bei Instagram, da sind wir aktuell am meisten vertreten. Und auch natürlich bei Facebook. Und für alle, die es noch nicht kennen, schaut beim Webshop rein, der ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Zum Demo Euro 4 werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen mehr machen, weil das jetzt eben aktuell im Kommen ist, weil alle Mopeds mit dem ausgestattet sind. Und da werden wir natürlich uns noch ein bisschen näher befassen mit dem Tuning von solchen Mopeds. Ja, passt, dann hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.